Willkommen zurück zu MCPE. Es sind neue Mobs rausgekommen und ihr kennt ja auch das Lied Summ, 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 Bienchen summt herum. Auch wenn es jetzt im Winter, im Weihnachten nicht ganz so summt, in Minecraft schon. Und da seht ihr es gerade auch schon. Bienen sind fleißig bei der Arbeit. Ja, ich habe zwei Farmen gemacht. Es gibt ja einmal die Farbe und einmal den Honig als Flüssigkeit und ich zeige euch, wie man das automatisieren kann. Bis nach dem Intro. So Leute, da bin ich wieder. Ich habe schon erzählt, das sind zwei verschiedene Arten. Die hier ist ein bisschen kompakter, die kann allerdings nur die Honigfarbe produzieren. Die hier ist ein bisschen größer, kann aber Honigflaschen herstellen. Ja, ich zeige euch, glaube ich, erstmal die kleinere, die etwas kompakter ist. Und das hier braucht ihr dazu. 3 Redstone, ein Vergleicher, ein Spender, ein Trichter, eine Trichterlore, eine Schiene, ein Bienennest oder ein Bienenstock, Bienen oder wenn ihr die aus einem Bienennest holt, dann halt habt ihr die schon da drinne. Ein Grasblock, ein Mohn oder eine andere Blume, eine Truhe, 7x weißes Glas, es muss nicht Glas sein, aber dann kann man die halt besser sehen, eine Quarztreppe, die dazu da ist, damit man die Bienen auch vermehren kann, eine Schere und 64 Quarzblöcke. So, ihr seht schon, die sind gerade fleißig am Ernten. Hier könnte man sie vermehren. Und ja, das kann man halt machen. Und dann, wenn wird der Spender aktiviert mit der Schere drinne. Es gibt komischerweise manchmal so ein paar Probleme da. Und dann, ich verstehe jetzt nicht ganz, warum die Trichterlore das nicht einsammeln kann. Ja, wie ihr seht, es gibt manchmal ein paar Probleme. Ich weiß auch nicht warum. Ja, ich glaube, ich zeige euch trotzdem, wie man die bauen kann. So. Ups. So, ihr braucht erstmal hier einen Quarzblock, hier einen Quarzblock, hier einen Quarzblock. 3 Blöcke, hier drauf noch ein Block, hier drauf ein Block. Dann einmal Glas. Hier ist unbedingt, muss es unbedingt ein Glas sein. Dann auf jeden Fall nochmal das hier. Wir nehmen ein Bienennest. Den Stock können wir erstmal wegmachen. So, dann machen wir hier. Nein, nicht da, sondern, warte, ich nehme kurz einen Hilfsblock. Hier ein Spender. Hier ein Bienennest. Dann bauen wir wieder Glas. So, so. So und so. So. Und dann hier die eine Treppe dran. Dann brauchen wir hier einen Grasblock, hier ein Mohn und dann brauchen wir wieder ein Glas. Hier unten kommt dann ein Trichter hin. Falsche Seite, da eine Schiene drauf, eine Trichterlore drauf und dann brauchen wir noch eine Truhe. So, das war's im Grunde schon. Da müssen wir einmal in den Spender eine Schere machen. Und dann als letztes müssen wir noch ein paar Bienen spawnen. Ich würde empfehlen, nicht mehr als 3 zu machen, weil in ein Bienennest oder ein Bienenstock nur 3 Bienen reinpassen. Also 1, 2, 3. Die fangen jetzt fleißig an, da Honig zu sammeln. Und, sammeln auf jeden Fall Honig.
Und bald haben wir da schon ein paar Honigwaben drinne. Und da war gerade jemand drinne. Okay. Ich habe niemanden hier eingeladen. Naja, okay. Dann legen wir die Sache mal kurz zurück. So. Könnten auch eigentlich Slash klemmern, aber egal. So, für die zweite Maschine, die Honigflaschen produziert, brauchen wir 8 Redstone, ein Verstärker, zwei Vergleicher, eine Fackel, wieder ein Spender, diesmal zwei Trichter, eine Truhe, ein Bienennest oder ein Bienenstock, wieder drei Bienen, ein Grasblock, ein Mohn, wieder achtmal weißes Glas, es muss nicht unbedingt Glas sein, eine Quarztreppe, eine Honigflasche, die müssen wir schon vorher haben, 40 unnötige Blöcke, 64 Glasflaschen, es können auch bis zu 9 Stacks sein, und wieder 64 Quarzblöcke. Dann nutzen wir wieder das Bienennest, setzen hier und hier und hier und hier und hier Quarz hin, dann hier ein Vergleicher, hier oben Redstone hin, hier unten ein Verstärker, hier eine Redstone-Fackel, eine Truhe, ein Trichter. Dann ein Trichter, der hier auf den Komparator zeigt. Krieg's gerade nicht hin. Moment, ich mache mir kurz einen Hilfsblock. Nein, nicht da drüber, sondern da dran. Hallo? So geht's. So, nicht egal, machen wir kurz einen Block hin. Einen Trichter dran. Machen das alles wieder weg. Machen hier wieder einen Vergleich hier hin. So, dann müssen wir die Pfeile nach oben und nach unten Taste gleichzeitig drücken und einen Spender hin machen. Dann wieder dasselbe machen. Und noch einmal. So. Eine Blume drauf. Wieder die Glasblöcke zur Hand nehmen. So und hops. Das dahin. Dann brauchen wir nur noch den Komparator, den Vergleicher. Und ein Trichter brauchen wir nicht, nein. Dann brauchen wir noch ein paar Blöcke. Das hier und das hier. Und natürlich Quarzblöcke, ja. Dann hier hinten ans Bienennest wieder ein Block dran, wie da halt auch. Dann hier ein Block hin, hier ein Block hin. Hier einen hin und hier einen hin. Blöcke oben drauf. Redstone oben drauf. Und ein Komparator daran. Jetzt fehlen nur noch die Bienen. Wieder maximal 3. 1, 2. Ups. Entschuldigung, ich wollte dich nicht schlagen. Das sind jetzt 3. Die hier ist zu viel. Verschwinde. So, vergesse, hat ein paar XP-Kugeln gedroppt, aber egal. Jetzt noch eine kleine Erklärung. Ah ne, wartet kurz. Hier, an den oberen Trichter, der in den Komparator zeigt, müssen wir eine Honigflasche reinmachen und insgesamt 40 mal irgendwelche unnötigen Items und die niemals in dieses System rein dürfen. Also in dem Fall haben wir Erde genommen, weil diese Maschine produziert ja keine Erde, sondern Honig. Und zwar
Honigflaschen. Die können gestackt werden bis zu 16 Mal. Deshalb ist das ganz in Ordnung. Und jetzt noch Glasflaschen rein, damit das System auch funktioniert. Wenn da jetzt die Bienen 5 Mal Honig gesammelt haben, hier 1, 2, 3, 4, 5, dann zeigt der Komparator 5. Dann wird eine Honigflasche produziert. Es geht halt raus, landet halt hier drinne. Dann leuchtet dieses Redstone auf. Und die Honigflasche landet hier drinne. So, Leute, da gab es eine kurze Unterbrechung. Gab es lange nicht mehr. Na egal. Wo war ich? Ah, ja, hier. Um eine Honigflasche zu produzieren, muss das Honiglevel vom Bienennest auf dem Maximum sein, also 5. Und bei Honigwaben muss es nur auf 3 sein, ja? Und irgendwie gibt es hier noch irgendwie ein paar Probleme. Ich weiß nicht. Irgendwie müssen wir da einen zusätzlichen Tick einbauen. Mist. Das klären wir gleich, okay? Eine Honigwabe braucht halt nur 3, wird halt mit einer Schere gemacht. Und das droppt dann da drinnen, weil halt nirgendwo anders Platz sein sollte. So, jetzt sollte nirgendwo mehr Platz sein. Sollte unbedingt auf jeden Fall da drinnen droppen. Wird dann eingesammelt und landet hier drinnen. Ja, hier landet es hier drinnen und wird dann eingesammelt. Da. Dieses System funktioniert, das hier irgendwie nicht. Ja, Leute, ich habe gerade noch mal bei Wiki nachgeguckt. Es müssen doch 5 sein, also hier 1, 2, 3, 4, 5. Dann klappt das auch. Tut mir leid. Also baut im Grunde dasselbe ohne dieses Konstrukt hier. Ist einfach mit dem Minecart. Mit der Trichterlore. Und dann kriegt ihr auch genau dasselbe raus. Also Leute, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr mehr wollt, lasst ein Like da und ein Abo, um nichts mehr zu verpassen. Wir sehen uns beim nächsten Mal und tschüss.